Sie ist aus Bronze, wiegt 350 Kilo, hat den Ton B und wurde in einer Innsbrucker Glockengießerei hergestellt. Festlich geschmückt wartet die anonym gestiftete Friedensglocke auf ihren Bestimmungsort. Im Turm der derzeit renovierten Pfarrkirche Oberstdorf soll sie heute ihre neue Heimat finden. Das wird einmalig sein. Es ist jetzt seit 78 Jahren her, dass diese vier kleinen Glocken eingeschmolzen worden sind zu Kriegszwecken. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man nur drei wieder ergänzt. Die kleinste ist aus Finanzgründen nie mehr gekommen. Und jetzt sind wir halt dem Spender oder der Spenderperson sehr dankbar, dass er uns diese fünfte Glocke wieder gespendet hat. Das ist eigentlich eine Sensation für Oberstdorf. Als sogenannte Klangkrone soll die Friedensglocke künftig das Geläut der Pfarrkirche St. Johann Baptist erweitern. Zunächst stand aber die offizielle Weihe bevor. Mit einem Wortgottesdienst auf dem Marktplatz feierten die Gläubigen mit Bischof Bertram Mayer diesen Festtag. Glocken sind etwas, was viel tiefer liegt als nur Geräuschkulisse. Glocken laden auch nicht nur zum Gebet ein. Glocken läuten bei ganz wichtigen Ereignissen. Das ist schon seit Jahrhunderten so. Und deshalb rühren, glaube ich, Glocken auch die Herzen der Menschen an. Darum geht es sicherlich auch bei der Glockenweihe heute. In seiner Ansprache betonte Bischof Mayer die Besonderheit einer Glockenweihe. Er bat außerdem darum, dies zum Anlass zu nehmen, symbolisch selbst ein Glöckchen zu sein. Denn gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, das eigene Christsein an die große Glocke zu hängen. Für Bertram Mayer war es die erste Glockenweihe als Bischof, mit Weihwasser besprengt, danach mit Weihrauch verehrt und schließlich mit Chrisam gesalbt, zählt die Klangkrone ab sofort zum Geläut inmitten der Gemeinde. Die Glocken haben ja bereits jetzt in der Corona-Zeit einen wichtigen Dienst geläistet, indem sie geläutet haben. Die Glocken haben nicht geschwiegen, auch wenn keine Gottesdienste stattfinden sollten, und haben eingeladen zum Gebet hier in Oberstdorf. Und auch sonst, wenn wichtige Ereignisse sind, werden Glocken läuten. Und vor diesem Hintergrund hoffe ich, dass diese Glocken nie verstummen, dass auch hier in der Ortschaft, etwa bei Kurgästen und Tourismusleuten, niemals der Gedanke aufkommt, wegen Lärmbelästigung Glocken zum Schweigen zu bringen. Auch das gibt es ja an einigen Orten. Das hat nicht nur die Kulturen in Schaden genommen, sondern es geht darum, dass die Glocken zu Herzen gehen, dass die Glocken vereinen, dass die Glocken auch zur Nachdenklichkeit und zum Gebet einladen. Glocken sind also viel mehr als nur der Ruf zum Gottesdienst. Sie berühren die Menschen seit jeher. Für Bertram Mayer war dieser Tag etwas Besonderes. Sein erster Besuch als Bischof im Allgäu ließ Erinnerungen aufkommen. Schon als kleiner Junge habe ich mit meinem Vater, der bei der Flurbereinigung war, Alpbegehungen gemacht im Allgäu, manchmal in den Ferien eine ganze Woche lang. Später war ich, wir haben im Auto gesprochen, auch mein Zeremoniat, der Pfarrer Müller, war da oft im offenen Seminar im Jugendhaus Elias in Seyfriedsberg. Dann auch später habe ich in Fischen Pfarrpraktikum gemacht und dreimal den Pfarrer im Sommerurlaub vertreten. Also Allgäu lässt mein Herz auch höher schlagen. Und vor diesem Hintergrund ist das für mich auch heute fast ein Heimspiel, zumal ich ja in Oberstdorf auch im Rahmen der Visitation vor ein paar Jahren auch schon Station gemacht habe. Welch schöner Anlass, das südliche Allgäu wieder einmal zu besuchen. Das seltene Ereignis der Glockenweihe fand seinen Abschluss bei strahlendem Sonnenschein, nachdem es zuvor stundenlang geregnet hatte. Die Friedensglocke von Oberstdorf mit der Inschrift Jesus trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch, hat ihren endgültigen Platz erhalten. Damit ist das Geläut 75 Jahre nach Kriegsende wieder komplett.